Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem 53. Video hier auf diesem Kanal. Heute haben wir ein spezielles Video. Wir kommen gerade aus der Dusche, Leute. Wir kommen gerade. Armin putzt sich noch die Zähne und ich mache mir gleich die Haare. Und dann machen wir ein Video für euch, weil nämlich YouTube zensiert unsere Kommentarinnen. Und das finden wir nicht gut. Und darauf gehen wir gleich ein. Weshalb wir so fertig ausschauen, zeigen wir euch jetzt, weil wir waren nämlich heute Holz machen, Herr Schmieder, Holz machen. Ist das nicht schön? Herr Schmieder kann nicht reden, weil er Zähne putzt. Ich sollte meine Videos immer machen beim Zähneputzen. Zumindest wollen wir Holz machen bei meinem Vater. Und solange ich mir die Haare mache, sich Armin die Zähne putzt, zeigen wir euch in ein paar Sekunden, wie das Ganze ausschaut. Bis gleich. Soll ich sie wieder ausmachen, sagt er, wisst ihr? Nein, wir stellen sie erstmal in den Schatten und stellen sie dann woanders, dann ist doch bestimmt heiß wie Sau. Ich soll euch jetzt in den Schatten stellen. Ja, es brutzelt. Das ist noch lauter Holz, wo wir Feine machen müssen. Ja, aber jetzt gibt es erstmal eine Kleinigkeit zum Tränken an. Ich sag's euch recht. Da verreckst, das sage ich euch. Hallo, kleine Miezekatze, guck mal, kleine Miezekatze. Hallo, Tschä. Ah, du bist nie, sonst hätte ich sie anschreien können. So. So, Leute, frisch gewaschen, Haare gestylt, alles wunderbar. Es ist auch schon ein bisschen spät. Ich glaube, wir haben so 7, 8, keine Ahnung, ich weiß es nicht, gell. Aber wir sind frisch gewaschen. Und ja, heute geht es in dem Video eben, wie gesagt, um Kommentare, die ihr schreibt. Die nicht angezeigt werden. Die aber nicht angezeigt werden. Ja, aber in dem Glocken, wenn man die Glocke aktiviert, dann steht da oben bei diesem Glockenteil. Stopp, ich muss ein bisschen einhaken. Ich bin ja YouTuber. Wir sind ja YouTuber. So, da geht man auf studio.youtube.de und kann da seine Videos hochladen. Und in dieser Glocke da oben rechts, oh, ich habe mein Handy gar nicht dabei. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber ihr kennt es alles. Bei der YouTube-Startseite habt ihr, beim Handy ist es unten, beim PC oben habt ihr diese Glocke. Und wenn einer von euch lieben Süßmäusen oder Müffelstücken irgendeinen Kommentar schreibt, klingt bei mir da die Glocke an. So habe ich nämlich gemeint, liebe Schätzelein. Und dann steht da der Kommentar. So, dann freue ich mich zu 99% und gehe auf Antworten. Aber es passiert nichts. Es passiert gar nichts. Gar nichts. Dieser Kommentar ist nämlich nicht da. Und das ist uns jetzt schon 4-mal beim Katzenopa. Lieber Katzenopa, ich nehme dich jetzt als Beispiel, gell? Katzenopa ist ein ganz treuer Zuschauer. Er kommentiert sehr viel. Ja. Und jetzt wird es nicht mal angezeigt. Und wir müssen auch ZuschauerInnen sagen, weil auch Katzenopa ist fürs Gendern. Und ja, wir hatten neulich so ein Video. Das war vielleicht ein bisschen... Jetzt passt auf, schwuchtelig, merkt euch das Wort. Und dann gab es sehr viele Kommentare, nicht nur vom Katzenopa, aber Katzenopa, ich darf das jetzt sagen, hoffentlich, hat 4 Kommentare geschrieben und ich habe mich jedes Mal darauf gefreut, jetzt endlich antworten zu können, aber es wird nicht angezeigt. So, dann gab es noch von einer Brigitte, von einem Mercedes-Benz, MB, von einem, da gab es ganz, ganz wirklich, also circa 50% Leute, 50%, ihr süßen Zuckermäuse, sind gesperrt. Ja, und wir haben, man kann ja auf YouTube
einstellen, dass manche Wörter nicht angezeigt werden dürfen, dass also die auf Kommentare. Studio YouTube. Ja, auf Studio YouTube. Da kann man dann gleich einstellen, dass diese Wörter sofort weg sind, dass diese Kommentare nicht angezeigt werden. Und wir haben nichts eingestellt und YouTube von sich aus sagt, dass die auch nichts eingestellt haben. Heißt, man könnte uns theoretisch beleidigen, so viel man will. Ja, richtig. Also ja. Selbst wenn ihr Dumpfbacken uns nennt oder was auch immer, ja. Es wird auf alle Fälle angezeigt. Wir haben gar keine Sperre drin. Und trotzdem werden Katzenopa, ich muss dich nochmal nehmen. Du hast das Wort schwuchtelig oder schwuchteln benutzt, was wir nicht negativ, ganz im Gegenteil, das wäre ja sehr lustig. Aber vielleicht hat ja YouTube wirklich so einen Obergenerator, der eure Kommentarinnen cancelt. Scheint wohl so. Scheint wohl so. Ja. Selbst auf Facebook schreiben uns Leute an, die sagen, hey Leute, ich will kommentieren, aber da kommt dann ein falscher Fehler. Also, Error. Errorschmiss. Nein, Errorschmiss. Na, no, der war geil, egal. Ja. Kinder, ich habe heute sowas von einem Durst. Geht's dir auch so? Ja, woher kommt das nur? Ich weiß auch nicht. Bewegung wird's wohl sein. Bewegung, das kommt vom Holzmachen. Ich würde sagen, pass mal auf, wir trinken erstmal ein. Und ihr könnt so lange kurz unseren... Hey Leute, wir haben 906 Abonnenten. Juppie, bald sind's 1000. Wir trinken mal kurz ein und ihr klickt... Moment. Da. Auf Abonnieren so lange. Bis gleich. Und Gott, danke. Ich habe auch einen Durst. Ich weiß ja nicht. Stößchen, Schätzchen. Stößchen. Ist der Rosmarin überhaupt im Bild? Gerade so. Gerade so. Egal. Ja. Ja, gut. Leute, passt auf. Wir haben uns was einfallen lassen. Hui! Ja. Ihr kleinen Süßmäuse, passt auf. Ein Langenscheid für schwuchteliges YouTube. Kommentarinnen. Auf Deutsch. Kommentarinnen. Hui. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Katzenopa würde jetzt wieder schimpfen, wenn seine Nachricht rausgehen würde. Egal. Was ich leider nicht tue. Leute, passt auf. Wir haben, das können wir ruhig mal. Passt auf. Leute, wir haben jetzt ein Wörterbuch gemacht. Wenn ihr zum Beispiel schreiben wollt, ich habe euch abonniert, heißt das in Wirklichkeit? Armin, ich möchte ein Kind von dir. Ja. Ja. Also, schon mal abspeichern. Ihr seid total geil, heißt? Ihr habt in Spaghetti Bolognese gebadet. Oder? Ich finde euch richtig scheiße und ihr sollt euch euren YouTube-Account löschen. Heißt in Wirklichkeit? Ihr lieben Süßmäuse. Süßmäuse nämlich. Glänzt im Rampenlicht. Ja, also ja. Wenn ihr meint, ihr wollt, dass wir unseren Kanal löschen, dann heißt das genau. Ja, genau so. Süßmäuse. Wenn ihr hier, egal ob Moni, nein, die hieß, die hieß Brigitte. Egal ob Brigitte, Katzenopa, MB, da sind so viele. Wenn ihr das Wort schwuchtelig oder tunten benutzen wollt in euren Kommentaren, heißt das in Zukunft? Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Schlagsahne. Oh, Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Ja, ist auch noch es lecker so wie Sau. Geil. Es ist so geil, es ist so geil. Ja. Und falls ihr nicht wisst, warum dieses ganze Gedisse so losging, das war mit diesem Video, ich blende es hier mal ein, das waren Freunde und Dingens, da gab es von einem G, einen Kommentar, der irgendwie gesagt hat, ihr versaut die Jugend. Und in Wirklichkeit hat er nämlich gemeint, ich möchte euch auf YouPorn abonnieren. Auf YouPorn. Ja, weil wir sind so heiß. Ja, wir sind so fesch. Das wollte er in Wirklichkeit sagen. Ja, ja. Genauso wie zum Beispiel zwischen Ding hat er ja auch geschrieben. Das heißt aber, ich will Spätzle und Soße. Er war einfach nur Hunger. Er hatte einfach Spätzle nur Hunger. Und Zwiebelrostbraten. Ist der Zwiebelrostbraten auch schon vergeben? Nee, der noch nicht. Also, wenn ihr einfach sagen wollt, macht genau den gleichen Scheiß weiter, dann heißt es Zwiebelrostbraten. Leute, ich glaube, wir sind durch, Kerle. Fast.
Was? Fast? Fast hier. Wir haben noch geschrobt, wie in Zukunft dann Kommentare ausschauen könnten. Was? Wo? Hier, das da. Den hier. Der Katzenopa? Ja, den wir auch Spaß geschrobt haben. Ach so. Armin hat recht. Katzenopa, der Armin hat mal recht. Oh mein Gott! Das die kleine Süßmaus! Das also, pass auf. In meinem Kalender. Katzenopa, du hast ja 4 Nachrichten geschrieben. Also habe ich zumindest 4 in meiner Glocke gesehen. Und einen davon habe ich dir übersetzt. Und nach unserem langen Scheid-Duden heißt einer von den 4, ich verrate jetzt nicht welcher, heißt nach unserem langen Scheid wie folgt. Laut. Euer Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Schlagsahne ist genau mein Ding. Ich möchte ein Kind von Armin und die Jugend versauen. Und 50.000 Euro überweise ich euch auch noch gleich morgen. Gleich morgen, Katzenopa. Jo. Ja, ich hoffe, die haben das jetzt auch gehört, weil du sprichst immer sehr leise. Und so emotional. Und so emotionslos. Ja, ich glaube, das liegt am Bier, aber möglich, ja, ich weiß ja du auch. Du bist halt schon wieder besoffen. Ja, vielleicht auch stoned, ich weiß es nicht. Das könnte auch das MDMA sein. Also, pass auf, wir haben es mal wieder geschafft. Das ging aber schnell. Ich glaube, wir können... Ja, nee, aber das Video ist wichtig für die Leute. Weißt? Ja, das muss jetzt nicht wissen. Ja. Wir haben noch nicht mal 1000 Abonnenten und die zensieren unsere Kommentare. Ja, der Mumu. Also, ade. Hui.